Hallo und recht herzlich willkommen zu dem heutigen Livestream. Mein Name ist Stefan und ja, heute mit Facecam sogar hier auf der Baustelle. Und willkommen hier im Bausimulator. Und neben mir steht der liebe Gamingonzo alias Simon. Hallo Simon. Ja, hi Stefan. Und hallo liebe Community. Und ja, oh, herzlich willkommen hier zum Stream. Und ich habe gerade gesehen, ich habe in meinem Titel mich verschrieben. Okay, das bedeutet? Ich habe das jetzt gerade geändert. Das bedeutet das nämlich. So. Okay. Jetzt. Genau. Wir waren stehen geblieben hier beim Bahnhofsbau. Und ich glaube, du hast hier die Wände gegossen. Wenn ich jetzt mich noch richtig erinnere. Ich meine, ja. Ich glaube, du musst es doch mal holen, oder? Ja, ja. Das kann gut sein, weil der LKW hier wegsteht und hier ist noch mal ein Blitzer. Hallo, Blitzer. So. Guten Abend, Enrico. Willkommen im Chat. Genau. Aber ich würde das über eine Schnellreise machen. Ja, mach das ruhig. Weil... müsste ich über die halbe Map gurken. Mhm. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier gleich den Beton holen. Beton. 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 So. Maschine ist leer. Alle? Mhm. Oh. Ein kurzer Check an die Community, ob alles okay ist. Also die Daten auf OBS sagen ja. Kurz ein wie heißt es schön beim Knast immer? Eine 1, wenn es gut ist, eine 2 für nein. Ja, immer. Da würde ich, würd ich knallhart die 3 drücken. 3 heißt, keine Ahnung, out of order. er fragt, was wir bauen. Wir bauen einen Bahnhof. Das ist quasi hier Live-Übertragung aus Stuttgart 21. Und da wird gerade gegossen. Wir haben jetzt in Stuttgart alles platt gemacht, damit wir die Kranführung übernehmen können. Und somit hier, ja. Und heute ist dann die Eröffnung. Also, bis morgen früh dann, hoffe ich doch. Und dann fahren die ersten Züge hier Richtung Allgäu. Aber. Schwarzwald. Aber du weißt ja, was heute für ein Tag ist an die Leute, die hier. Die das Video auf YouTube schauen. Du meinst als Folge? Ja, ja. Pfingstmontag. Richtig. Dann wünschen wir euch frohe schönen Pfingsten. Feiertag. Und dann schönen Feiertag. Erholt euch gut. Ich kann ja gemein sein und sagen, schreibt doch bitte in die Kommentare, was bedeutet eigentlich Pfingsten? Warum gibt es den Pfingstferien? Nicht nur wegen Schulfrei, sondern was hat Pfingsten für eine Bedeutung? Ja. Würdest du hier mal noch was hier mit Stuttgart 21 oder? Hm, ich habe bewegt, dass ich es hier nicht so, wie ich gerne hätte. Weilbaum. So,
So, aber wir sind ja hier bei. Ach, Silo haben wir auch noch zu bauen. Wir sind ja gerade beim Erdgeschoss. Da könnt ihr mal sehen, hier sind noch einige Arbeiten, die wir machen dürfen. Da sind wir mal gespannt, ob wir das in diesem Stream fertig bekommen. Ich glaube nicht. Ja, aber sicher bin ich mir nicht. Es kommt ja ganz drauf an, wie gut es klappt hier mit dem Gießen. Ah, jetzt. Eieieiei. Komm, 9% noch irgendwie reingießen. Ja, gut. Oh, Trivia. So, ich glaube, ich brauche die Pumpe nicht mehr, ne? Glaube, wir brauchen sie aktuell gerade nicht mehr. Ne, gell? Also gerade nicht. Aber die werden wir bald wieder brauchen, denke ich mal. So, jetzt bauen wir den Kran wieder. Da bin ich schon drin. Okay, und ich kann nicht wegfahren, weil LKW noch da steht. Welcher LKW? Ja, Beton ist schon. Ja, da müssen wir wahrscheinlich eh gleich wieder gießen. Meinst du? Ja. Und dann lassen wir mal da. Ui, 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 ui. Nicht schön, aber selten. Ich sag dir auch, ob es richtig so ist. Ich halte schon mal die Stange hier dann, Stahlträger fest, ne? Wenn du mit deinen paar Kilos da von oben kommst, okay? Nicht, Jawohl. dass es da unten durchfällt. Ich habe ja einen Halm auf, passiert nichts. Oh, danke. So, die leuchtet mir hier hinten. Das sieht aus wie so ein Puzzle. Ja, so Ravensburger Puzzle, so 30.000 Teile oder so. Oder Schmidt oder je nachdem, wie sie auch alle heißen. Oh, Wir wollen oh, ja oh, keinen hier. oh, 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 hier kommt eine große Platte. Hier kommt es eine große Platte. Die kommt wahrscheinlich eher in die Mitte. Ja. Und runter damit. Ja, ich setze langsam runter. Klick. Sehr gut. Oh, 34.000 Ausgaben. Puha, ha? Ja, Leihmaschinen. Wird vielleicht doch mal langsam Zeit, einen Fuhrpark zu kaufen, statt zu mieten, oder? Ja, gut. Aber so viel Geld, wie wir verdienen, können wir uns das auch sogar leisten hier. So. So. Die Hälfte habe ich schon gesetzt. Fehlt nur noch die andere Hälfte. Okay. So, das ist das vordere Teil hier. Sehr schön. Muss schon was in den Einstellungen gucken. Steuerung. So, noch drei Plättchen habe ich. Ich habe nämlich die Maus drin und eigentlich will ich ja die Maus gar nicht haben. Immer.
Ah, da kannst du den Mausanzeiger ausschalten. Ja, aber ich guck gerade, wo das ist. Druckmaschinen. Allgemein. Nee, aus. So, Wieder zwei zurück. Plättchen habe ich noch. So, jetzt. Stefan, zwei Plättchen noch. Zwei Blättchen noch, sehr gut. Jetzt passt aber jetzt die Maus weg ist, jetzt wackelt auch das Bild nicht. Wackelte Bild. Genau. Rico, wenn du deinen PC-Game hast, dann kannst du ja auch den Bausimulator dir holen und dann kannst du auch mitbauen. Mitbauen. Genau, er würde auch gerne was bauen. Es gibt ja schon einen Deconstruction Simulator, ne? Habe ich heute gesehen. Ein Deconstruction Simulator. Ja, ein Abrissunternehmen. Ja, es gibt ja auch einen Müllsimulator, ne? Also ein Ja, das habe ich auch schon gesehen, ne? Genau wie ein Supermarkt-Simulator. Aber vielleicht kannst du mir da was dazu sagen zum Supermarkt-Simulator. Was soll ich dazu sagen? Aha, okay, ich habe geguckt. Fußbodenheizung ist schon drinnen. Da, guck mal, Decke betonieren. Habe ich doch gesagt, die brauchen wir noch. Ja. Bam. Bist voreingelaufen. Nee, ich bin ausgewichen. Wieso geht es jetzt hier nicht? Ich stand doch gerade eben noch da. So, jetzt ein Witz, oder? Ja, das ist halt genau das Problem, weil du zusammengeklappt hast. Und versucht hast wegzufahren. Wir nochmal. Jetzt geht's. Ich glaube, das gleiche Spiel können wir auf der anderen Seite auch noch machen. Ja, glaube ich auch. Oh, da schrappt er das über den Boden. Nicht gut. So, machst du mal dein Kläppchen hinten auf? Ja, gleich. Wo ist es denn hier? Und? Beton fließt. Oh, 30% schon betoniert, du. Hey, oh, heute flink unterwegs. Ich versuche mein Bestes zu geben. Ja, das stimmt, Enrico. Vor fast 2 Jahren ist er auf meinem Kanal gestoßen. Damals noch mit 34 Abonnenten und heute kurz vor 1780 hat sich schon was getan, ne? Seit 2 Jahren. 1780. 1180. Ich wollte nur fragen, mal gucken, wie er reagiert. Ja, und kurze Zeit später kam dann ein anderer Streamer dazu hier.
Wer? Monze. Und dann habe ich ihn aber gesagt, nee, will ich nicht, ich will lieber mit dir. Kein Spaß. Baumaschine ist leer. Ja, ich bin doch schon am Kieswerk. Und er ist sehr Boah. stolz auf mich, der Enrico. Er hat mir damals angeboten, noch den Discord-Channel zu machen. Und ja, jetzt sind es schon einige, ja. Also eigentlich sind es 1179 Abonnenten. Aber auch bei YouTube ist ab 1000 immer nur in 10er-Schritte. Aber was das so schlimm ist. Ne? Alles ist quasi besser, als ich gedacht habe. Dass wir so schnell in der kurzen Zeit wirklich auf die 1000 kommen, hätte ich jetzt in dem ersten Jahr nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Mit was, was halt einem Spaß macht, ne? Und da kommt das Simon schon wieder zurück. Ja, ein bisschen behäbig hier, der Bettungmischer. Der Discord-Kanal ist ja auch schön groß gewachsen jetzt. Beton fließt. Ja, das ist. Ja. Lassen am besten gerade die Betonpumpe so stehen. Wenn wir hier den Abschnitt haben. Okay. Weil ich gucke jetzt einfach mal nach. Okay. So, dann haben wir fertig. Betonbalken. Wir müssen da nochmal Elementplatzierung machen und wieder eine Betondecke. Dann kommt Fundamentausbau, dann Tragwerk und dann kommt Dachbau. Betondecke, Betonwände, Betonierung, Dachdeckung. Also einfach stehen lassen. So, noch 1% irgendwo, komm mal da, da. So, fertig und dann die nächste. Ach, das wurde schon. Ah, okay. Jetzt bist du wieder dran. Deckenelemente Beton. Okay. Genau. So, dann machen wir mal hier. Oh. Ich würde gerne mal was von dir hören. Okay. 3, 2, 1.